Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch The Slim Shady LP Expanded Edition von Eminem in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Slim Shady LP Expanded Edition von Eminem. Das Ganze am Freitag, den 13. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rap. Anlässlich seines legendären Albums The Slim Shady LP gibt es jetzt eine Expanded Edition davon. Also so zum 20-jährigen Jubiläum. Das Album damals, das reguläre, ist dieses hier. The Slim Shady LP sieht genau so aus vom Cover her, nur eben ohne diesen Rahmen. Habe ich euch hier bereits vorgestellt, die Vinyl davon. Und heute ist es an der Zeit für diese Expanded Edition. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker. Und hier lesen wir 20th Anniversary, also 20. Geburtstag. 3LP Expanded Edition featuring Classic Hits My Name Is, Guilty Conscience and Role Model. Plus 10 Rare Bonus Tracks und Poster. Also, das erwartet uns hier. Dann haben wir rechts oben einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und dann würde ich sagen, wir machen mal die Folie ab. Dazu schneiden wir einfach mal ein. Und dann lässt sich das hier wunderbar öffnen. Jawohl. So, der Sticker ist somit weg. Und man kann schon sagen, rein vom ersten Blick, das ist ziemlich dick für eine Vinyl-Edition. Es sind ja auch 3 Stück darin und eben ein paar Extras. Also, das Cover ist gewohnt von The Slim Shady LP übernommen. Das Einzige, was dazugekommen ist, ist eben dieser Rahmen hier. Also, das Cover war sonst auf der ganzen Größe. Jetzt haben wir hier diesen blauen Rahmen noch rundherum. Expanded Edition lesen wir hier. Auf der Seite lesen wir wieder Eminem The Slim Shady LP Expanded Edition Aftermath Interscope Records. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Also die Rückseite ist ebenfalls genau so gestaltet wie damals eben das Original. Oben links der Barcode, oben rechts die Beteiligten. Und dann haben wir hier die Tracklist und die unterscheidet sich dann eben von der regulären, weil wir haben hier dann natürlich mehrere Songs drauf, die auf der regulären nicht drauf waren. Bedeutet, wenn wir ganz kurz zum Vergleich hernehmen, hier sehen wir es. Das Ganze endet dann mit 20 Tracks, Still Don't Give a Fuck. Und hier haben wir dann auf der D-Seite eben den 20. Track. Und hier geht es dann weiter mit E und F. Also die beiden Seiten dann sind noch zusätzlich, bedeutet 6 auf der E-Seite, 4 auf der F-Seite. Also 10 Tracks kriegen wir hier noch oben drauf. Das sind hier unter anderem A Cappellas, aber eben auch Bonus-Tracks, Instrumentals und irgendwelche Freestyles. Also, das als Bonus. Das reguläre, wie gesagt, 20 Tracks plus 10 ergibt dann 30 Stück. Dann schauen wir mal hinein. Hier lesen wir dann auch wieder Albumtitel, Interpret und Expanded Edition plus die Labels. Und von innen sieht das Ganze so aus. Auf der linken Seite haben wir hier einmal die Credits zu den einzelnen Tracks. Also hier können wir schön nachlesen, wer sich für was verantwortlich zeichnet, wer hat hier was geschrieben, produziert, gemixt und so weiter und so weiter. All das hier plus ein paar Münzen und alte Fotostreifen des Interpreten. Auf der rechten Seite haben wir wieder den Interpreten mit einem, sieht nach Blut aus, mit einem blutverschmierten Shirt. Sieht etwas, ja, durchgeknallt aus. Und auch die Kulisse erinnert irgendwie an so einen kleinen, an so ein Kinderzimmer oder an so eine kleine Kindersendung. Also ein sehr verstörendes Bild. Das Ganze lässt sich dann hier auch noch erweitern. Und hier haben wir dann weitere Credits, weitere Tracks, alles hier vermerkt. Hier eben entsprechend die Bonus-Tracks, die es hier erstmals dann gibt. Natürlich auch hier die Credits vermerkt. Oben noch die regulären Tracks. Und dann haben wir zum Abschluss auch noch die Album-Credits. Also ohne Ende Text hier, ohne Ende Credits.
eine umfangreiche Danksagung. Also hier gibt es echt jede Menge zu lesen. Gut, genug zum Artwork und zum Design. Wir kommen mal zum weiteren Inhalt. Und zwar haben wir hier diverse Vinyls. Wir haben hier Vinyl Nummer 1. Das ist scheinbar das Poster, zu dem kommen wir dann auch noch. Wir fangen mal an mit Vinyl Nummer 1. Das ist diese hier. Kommt in einer weißen Papierhülle. Und so sieht dann die Vinyl aus. Also auch das Design wurde hier abgewandelt. Also rein die Vinyl hier mit diesem in der Mitte mit dem Design, das hat auf der Originalen damals anders ausgesehen. Wir haben hier 6 Tracks vermerkt auf der A-Seite. Die Vinyl klassisch in Schwarz gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmals 5 Tracks auf der B-Seite. Jawohl, so sieht das aus. Dann packen wir die Vinyl wieder zurück. Es ist eine Papierhülle und innen noch so mit Folie beschichtet. Da kann man das dann wunderbar verstauen. So, dann kommen wir zur nächsten Vinyl. Wir haben hier ja diverse Steckplätze. Einmal hier rechts ist noch eine drin. Das ist dann wahrscheinlich die Bonus-Vinyl. Und dann haben wir, schauen wir kurz, ja, hier ist nichts mehr drin. Hier mittig dann natürlich auch noch eine, wenn wir sie rausbekommen. Ist gar nicht so einfach. Ah, so, jetzt geht sie raus. Schwer aber doch. So, das ist die zweite Vinyl. Gut, dann machen wir das Ganze nochmal zur Seite. Also, auch hier wieder weiße Papierhülle, innen mit Folie beschichtet. Das ist dann Vinyl Nummer 2, die hier entsprechend mit Side C beschriftet ist, 4 Tracks. Und dann haben wir auch noch weitere Tracks auf der D-Seite, hier dann nochmal 5 Stück. Und damit sind wir dann auf insgesamt 20. Aber es gibt ja noch eine weitere Vinyl, die ist ja auch etwas abgeknickt, die Hülle. Und dann kommen wir zur Bonusgeschichte. Die kommt ebenfalls in einer weißen Papierhülle, innen wieder die Folie. Und die ist dann auch wieder vom Design natürlich entsprechend anders. Wir haben hier, das dürfte wohl dieses abgefuckte Haus hier sein. Oben wachsen schon die Pilze und da laufen etwas übergewichtige Damen knapp bekleidet draußen rum. Die Trailer Park Girls. Dann haben wir hier die Infos zur Tracklist. 4 Stück auf der F-Seite. Und auf der E-Seite haben wir dann nochmal 6 Stück. Okay. Gut. Dann packen wir das wieder zurück in die Hülle. Und kommen zum letzten Inhalt dieser Variante, dieser Edition. Und das ist in diesem Fall ein Poster. Ja. Da freue ich mich sehr. Sollte es in meinen Augen viel öfter geben in solchen Vinyl Editions. Solche Poster. Und hier haben wir das Artwork, das wir schon teilweise kennen von den Vinyls, von der Mitte der Vinyl. Also da war ja dann immer so, hier zum Beispiel auf der einen Seite war dann diese Mumie, dieses Wesen, das hier diesen Pilz gerade stiehlt. Und dann haben wir hier rechts, hier links, dann diese zwei beiden Damen, die wir auch schon kennen. Und dann eben hier dieses zugewucherte Häuschen, diesen Trailer. Hier haben wir dann noch ein Graffiti Free Slim Shady steht hier. Ja, ansonsten alles in weiß gehalten. Und unten links gibt es dann noch hier eine Zeile, einen Aufdruck. Jawohl, das Poster recht groß im Querformat. Und das Ganze ist einseitig bedruckt. Lässt sich dann hier quadratisch wunderbar zusammenfalten. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Dann haben wir die Vinyls, 3 Stück an der Zahl. Eben das reguläre Album, das Slim Shady LP, plus natürlich die Bonus-Vinyl mit den 10 zusätzlichen Tracks, womit wir dann auf insgesamt 30 Tracks kommen. Jawohl. Das alles
in dieser wunderbaren Edition, in dieser Expanded Edition von The Slim Shady LP. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Vinyl Edition? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.